Hallo liebe Grüne vom Alternativen Polizeikongress in Hamburg, wo wir gerade parallel zur Bundesdelegiertenkonferenz gemeinsam mit Polizisten, Journalisten, Wissenschaftlern, Engagierten im Bereich der kritischen Polizeiarbeit zusammen diskutieren über, wie soll eigentlich Polizeiarbeit aus grüner Sicht aussehen. Wie wollen wir gestalten, dass Polizei nicht etwa überall ausgedünnt wird und durch alternative private Sicherheitsdienste ersetzt wird? Wie wollen wir sicherstellen, dass genügend Mittel zur Verfügung stellen, genügend Personal zur Verfügung steht, damit wir nicht immer überall Überwachungsinstrumente aufbauen, die letztendlich gar nicht für mehr Sicherheit und weniger Kriminalität sorgen? Das sind hier die zentralen Fragen. Und gestern haben wir schon super interessante Gäste gehabt, moderiert zum Beispiel von Ines Pohl eine Podiumsdiskussion mit dem Direktor für Sicherheit der EU-Kommission, mit einem Professor, einem Polizeirechtsprofessor aus Bielefeld, Professor Gusi, der sehr bekannt ist in diesem Feld, mit dem ehemaligen Polizeichef aus Hessen, Herr Bernhard. Und heute werden wir den ganzen Tag parallel zum Parteitag diskutieren über die Frage, wer entscheidet eigentlich über Polizei und Sicherheit, unter anderem ist auch Wolfgang Wieland da. Und wie gehen wir um zum Beispiel mit Konflikten zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern? Wir haben auch Till Steffen mit dabei hier aus Hamburg und Antje Möller und natürlich auch viele bekannte Gesichter aus der Polizeiszene. Und ich denke, dass es super interessant wird und wir werden all diese Ergebnisse, damit ihr dann auch daran teilhaben könnt, auch online stellen. Nebenbei läuft auch ein Livestream für diejenigen, die mal was anderes machen wollen, als dem Parteitag zu folgen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein gutes Händchen bei den Entscheidungen auf dem Parteitag. Ist ein sehr wichtiger, auch aus Europasicht, und auf dass ihr die richtigen Entscheidungen fällt und am Ende damit zufrieden seid. Viele Grüße nochmal aus Hamburg und wir hoffen beim nächsten Mal einen solchen Terminkonflikt vermeiden zu können, aber das kann man nicht immer. Tschüss!